So Leute, ich brauche Pause. Ihr seht, ich war jetzt quasi wieder ganz drin im Tal. Jetzt steigt es langsam wieder an. Es ist jetzt Viertel nach eins, Viertel zwei, wie wir sagen. Ich habe noch nicht ganz die Hälfte von der Strecke, also ein bisschen was muss ich noch machen. Aber ich brauche jetzt echt eine Pause, ich esse Kleinigkeit, ruhe mich kurz aus und dann geht es, denke ich, noch eine Stunde, eineinhalb weiter und dann suche ich noch immer nach einem Platz. Türkische Spezialitäten. Trockenobst und, ja, Trockenobst und Walnusskerne, Pistazien, Mandeln. Sehr lecker und energiereich. Oh Leute, ich muss zugeben, momentan kämpfe ich echt. Also konditionell habe ich kein Problem, Rucksack tragt sich gut. Aber diese 20 Kilo zusätzlich, die merke ich extrem im rechten Knie und im rechten Bein. Also lang kann ich halt nicht mehr machen. Ich gucke jetzt wirklich, dass ich Schritt für Schritt vorwärts komme. Vielleicht noch einen Kilometer, zwei, vielleicht drei. Und dann ist echt gut für heute. Dann muss ich mir einen Platz suchen und muss mich ausruhen. Ich laufe jetzt auf die nächste Spur echt zu. Die sieht aber mal sehr interessant aus. Imposant. Die Frönsburg. Ist das, wo ich gerade bin? Ziemlich cooler Platz. Ist gar mit Kamin.